Die Aufgabe, die wir uns heute gestellt haben, nämlich gemeinsam etwas nachzudenken über ein Thema, das für die menschliche Zukunft, unsere eigene, aber auch die der Menschheit von besonderer Bedeutung sein wird, ist sicher sehr anspruchsvoll. Zumindest Weisheit als Weisheit dann zu den Worten gehört, die in unserer Gesellschaft nicht schon eine standardisierte Bedeutung haben. Das heißt, jeder hält sich selbst für weise und den anderen für unweise, der anderer Meinung ist als er selbst. Weisheit, und da begegnen wir jetzt einer Situation, die diese Weisheit gebiert, gleichsam jetzt auch als standardisiertes Wissen gebiert. Vor dem Ansturm von Cyberspace und anderen neuen Techniken. Die Überwältigung von Fachwissen und Erfahrungswissen zwingt uns dem gegenüber Menschheitswissen, Menschenwissen gegenüberzustellen. Wenn uns das nicht gelingt, werden wir in eine reine funktionale Welt, in der ausschließlich Fachwissen und ausschließlich Erfahrungswissen das bestimmt, was die Politik, was Ökonomie, was Soziales und Kulturelles determiniert. Wir müssen also versuchen, das Menschheitswissen, das Menschsein, das Wissen, das aus dem Menschsein kommt, und das meint Weisheit, dieses Wissen wieder bewusst unter uns zu kultivieren versuchen, und wir müssen versuchen, damit einer Situation Herr zu werden, die unweigerlich auf uns zukommt. Das Wissen, das Informationszeitalter einfordert, ist nicht das Wissen um Weisheit, sondern das ist das Wissen, wie man mit Informationen umgeht, und das ist das Fachwissen, das ist das Erfahrungswissen, ist vielleicht auch noch das Gewohnheitswissen, aber nicht mehr das Menschheitswissen. Sokrates sagt in seiner Apologie, zu seinen Richtern: Verglichen mit diesem Menschen, seinem Ankläger, bin ich doch weiser. Wahrscheinlich weiß ja keiner von uns beiden etwas Rechtes, aber der glaubt etwas zu wissen, obwohl er es nicht weiß, ich dagegen weiß zwar auch nichts, glaube aber auch nicht etwas zu wissen. Um diesen kleinen Unterschied bin ich also offenbar weiser, dass ich eben das, was ich nicht weiß, auch nicht zu wissen vermeine. Ich denke, damit beginnt in Europa die Idee der Weisheit zum ersten Mal formuliert zu werden. Diese Apologie des Sokrates, die Platon aufgezeichnet hat. Platon meint, dass Sokrates jetzt vor seinem Richter stehend, dem Richter sagt oder dem Ankläger sagt: Du glaubst etwas zu wissen, aufgrund deines Glaubens willst du mich verurteilen. Ich weiß, dass ich nichts weiß, und deshalb verurteile ich auch nicht. Wer von uns beiden hat recht? Ich weiß, dass ich nichts weiß, sondern ich weiß darum, dass alles mein Wissen nur meinen ist, dass alles mein Wissen nur Konstruktion in meinem Kopfe ist, sei es Fachwissen, das dann einigermaßen abgeglichen werden kann im Kommunikativen, aber auch im Lernen und Lehren, sei es Erfahrungswissen, das abgeglichen werden kann durch die Erfahrungen, die wir in unserem Leben sammeln und die sich ja immer wieder erweisen muss und erproben muss. Aber dieses Wissen, dass ich nichts weiß, dass dieses Wissen, dass alles unser Wissen nur Wissen in unserem Kopf ist, das bezieht sich jetzt in ganz qualifizierter Weise im Sinne des Konstruktivismus, also wir konstruieren Welt und nicht rekonstruieren Welt. Das Wissen um Menschsein also, das muss sich letztlich in jedem Menschen selbst vollziehen und kann sich nicht ähnlich wie Erfahrungswissen oder Fachwissen objektivieren, technisch objektivieren. Wie ging das denn nun weiter, nachdem Sokrates diesen ersten großen Weisheitssatz des europäischen Abendlandes gesprochen hatte? Nun, Platon machte sich das zu eigen und sagte, es ist also notwendig, dass weise Leute das Land regieren. Die Idee vom weisen König, vom weisen Herrscher, sogar vom weisen Tyrannen kam auf. Aber Platon ging dann so weit zu sagen, dass dieser weise Herrscher
ja, dann auch seine Weisheit durchsetzen muss und das notfalls mit Gewalt. Und damit hat er den Grundgedanken des Sokrates auf den Kopf gestellt. Und darin liegt präzise dann auch die Gefahr jedes vermutlichen Verfügens über Menschheitswissen, dass wir meinen, wir müssten dieses mit Gewalt notfalls durchsetzen. Der weise Herrscher, den gibt es halt nicht. Den gibt es weder im Unternehmen, den gibt es nicht in der Politik, den gibt es auch nicht in Kirche, den gibt es nicht in den Parteien. Der weise Herrscher, in dem Augenblick, wo er Herrschaft ausübt, ist er nicht mehr weise. Den weisen Herrscher gibt es nicht. Weise sein kann nur ein Mensch und nicht ein Herrscher. Platon hat die Diktatur des weisen Herrschers gefordert in seinem Buch über den Staat und damit die Idee des Sokrates auf den Kopf gestellt. Wir müssen verstehen lernen, auch für uns, dass Weisheit in sich immer auch ihr Gegenteil, die Unweisheit, birgt und dass die Unweisheit auch immer mit durch die mehr oder weniger dicke Schale der Weisheit durchbrechen kann. Ähnlich wie im Inneren der Vernunft die Unvernunft, im Inneren des Sinns der Unsinn wohnt im Inneren der Weisheit die Unweisheit. Genauso wie Vernünftigkeit in Unvernunft und Wiedervernunft entarten kann, wenn sie inhuman und auf die Spitze getrieben wird, wie Sinn zu Unsinn werden kann, wenn ich Sinn dogmatisiere, wenn ich den Sinn absolut setze, wenn ich Sinn nicht mehr relativiere an den Bedürfnissen, an eigenen und denen von fremden Menschen. In diesem Augenblick wird Sinn zu Unsinn, wird Weisheit zu Unweisheit. Ich denke, dass das, was Platon da uns vorgestellt hat, die Perversion also der Weisheit in dem weisen Herrscher, für uns sehr richtungsweisend sein kann. Eine Generation schon nach Sokrates, wo die Idee der Weisheit total verfälscht. Popper hat in dem Buch Die offene Gesellschaft und ihre Feinde im ersten Band nicht umsonst diesem Buch den Titel gegeben, Der Zauber Platons. Der weise Herrscher, als das ad absurdum führen dessen, was Weisheit bedeutet. Nun, das muss sicher noch weiter ausgefüllt werden. In der platonischen Darstellung, ich rate Ihnen mal durchaus, wenn Sie Zeit haben, den Staat zu lesen oder auch die Gesetze von Platon zu lesen, in den Gesetzen tritt dann an die Stelle des weisen Herrschers dann des Philosophenkönigs, also stehen die Wächter des Staates. Die Wächter des Staates, die würden wir heute vergleichen mit den Parlamentariern. Aber auch diese haben, wenn nicht nur auch dem Volk gegenüber, so doch auch dem Herrscher gegenüber, absolute Weisungsbefugnis. Und absolute Weisungsbefugnis zu wissen, was wahr und falsch und gut und böse und sinnvoll und sinnlos ist, das absolut zu wissen, widerspricht jeder Weisheit. Nun begeben wir uns also auf die Suche nach der Bestimmung dessen, was Weisheit meint. Sokrates hat sicher schon ein ganz Wesentliches dazu beigetragen, auch uns heute zu sagen, was Weisheit uns sagen kann, sagen will, sagen muss. Ich weiß, dass ich nichts weiß. Das delphische Orakel, befragt nach dem Weisesten aller Menschen, antwortete der Sage nach Sokrates, denn ist er der Einzige, der weiß, dass er nichts weiß. Mit dieser Bestimmung können wir sicher heute nicht so viel anfangen, dass es uns hilft zu leben. Wir müssen diese Bestimmung weiterführen, weiterdenken. Und deshalb ist in den letzten 5-6 Jahren in Deutschland, in Europa, dann auch vor allen Dingen in den USA, eine ausgesprochene Weisheitsforschung begonnen worden. Auch das Mittelalter, das jetzt wieder in besonderes Interesse rückt, bei dieser Weisheitsforschung und einiges darüber finden Sie ja schon in der Einladung geschrieben. Auch das Mittelalter versuchte die Tugend, jetzt war Sapientia Weisheit zur Tugend geworden, allerdings jetzt im christlichen Sinne zur Tugend, die nicht mehr ausschloss, ich weiß, einschloss, dass ich weiß, dass ich nicht weiß, sondern vielmehr das Wissen
einschloss. Das Wissen, das sichere Wissen um etwas einschloss. Und damit ist der Begriff der Weisheit im Mittelalter so umgekehrt worden, dass er bis hin zur Neuzeit, bis in die Jetztzeit hinein uns wahrscheinlich pervertiert überkommen ist. Das Mittelalter nannte Weisheit als Gipfel der menschlichen Wirklichkeit. Und insofern es so formuliert wurde, können wir es auch heute noch gelten lassen. Weisheit ist also auf die Handlungen ausgerichtetes Wissen und Verstehen um Ursprung, Sinn und Ziel dieser Welt, des menschlichen Lebens und der letzten Dinge, Tod, Himmel, Hölle und so weiter. Aber es ist das Wissen, wie die Kirche es vorgab. Und das steht außer Zweifel. Es ist absolutes Wissen. Unter diesem dogmatischen Anspruch steht dann oder stand doch bis vor kurzem Weisheit von Institutionen verkündet, zumindest von den kirchlichen Institutionen. Heute stehen wir vor der schwierigen Lage, einen Begriff zu definieren, und zwar valide zu definieren, das heißt so, dass er von den Menschen, die sich mit Weisheit beschäftigen, auch akzeptiert wird, allen Menschen weltweit, die sich mit dem Thema Weisheit wissenschaftlich beschäftigen, akzeptiert wird. Heute stehen wir vor dem Problem, den Begriff neu zu definieren. Wie macht man so etwas? Wie findet man eigentlich heraus, was Weisheit bedeutet? Und da haben wir wissenschaftstheoretisch folgenden Weg eingeschlagen, den wir schon bei der Definition dessen, was Intelligenz bedeuten könnte, eingeschlagen haben. Nämlich, wir haben einfach bestimmte Lösungen von bestimmten Menschen einer repräsentativ gezogenen Stichprobe vorgestellt und haben gefragt, welche Lösung in welcher Zeit gegeben ist für sie ein Zeichen von Intelligenz. Und das könnte dann von +3 bis -3 bewertet werden. Und so sind wir dann, haben wir dann die Nonverbal IQ erarbeitet. Das wurden also Menschen als intelligent bezeichnet, die erstens Regelmäßigkeiten erkennen können, zweitens also Gesetzmäßigkeiten oder Regelmäßigkeiten erkennen können, zweitens Wesentliches vom Unwesentlichen unterscheiden können und drittens sich konzentrieren können. Und damit haben wir auch auf diese Weise festgestellt, was die weitaus meisten Menschen, ohne sich darüber klar zu sein, was Intelligenz bedeutet, mit Intelligenz meinen. Ganz das Gleiche haben wir jetzt getan. Wir haben einige Fallstudien, einige Fälle vorgestellt mit den Lösungen dazu, mit verschiedenen Lösungen dazu, haben die wieder einer repräsentativen Stichprobe, zunächst mal nur von Studenten, wir sind jetzt dabei, das zu erweitern, vorgestellt und haben jetzt gefragt, welche Lösung scheint die weiseste zu sein. Und auf diese Weise versuchen wir jetzt zu standardisieren, einen Begriff von Weisheit, der unbewusst, aber durchaus vorhanden in den Großhirnrinden der Menschheit, der Menschen, vieler Menschen, zumindest in Deutschland, in den USA vor allen Dingen, wirkt. Was sie unter Weisheit verstehen. Denn wenn wir auch nicht sagen können, was weise ist, so können wir doch unter Umständen entscheiden, was ist ein weiser Rat? Was ist eine weise Darstellung von Alternativen, die sich in einer Lebensproblematik vorstellen? Was ist weise im Handeln, im Umgehen mit einem anderen, mit einem Menschen, der in einer bestimmten Lebensproblematik steckt? Es besteht zumindest heute unter den Psychologen, die sich mit dem Thema Weisheit wissenschaftlich beschäftigen, Konsens darüber, dass Weisheit der Gipfel menschlicher Erkenntnis- und Verstandestätigkeit ist. In ihm gipfelt, auf gut Deutsch, alle Verstandes- und Verstehensfähigkeit. Nun, gibt es eine Definition, die valide ist? Unter valide verstehen wir eine Definition, die von allen Menschen, die sich mit diesem Thema wissenschaftlich beschäftigen, akzeptiert wird. Zunächst einmal gibt es einige Basiskriterien und einige sogenannte Metakriterien, die sich herausgestellt haben, wenn wir versucht haben, das herauszufinden, was die weitaus meisten Menschen, wie gesagt, unbewusst, vorbewusst, ahnend, unter Weisheit verstehen, unter Weise verstehen.
Zu den Basiskriterien gehört erstens ein gewisses Wissen um die Gegebenheiten des Lebens und die Strategien, dieses Wissen praktisch zu machen. Das ist zunächst mal eine elementare Voraussetzung für jede Realisierung, für jedes Realisieren von Weisheit. Jetzt die Metakriterien. Das sind also die Kriterien, die gleichsam über diesem Kriterium stehen, dem genannten, und dessen Realisation erst ermöglichen. Das muss auf eine bestimmte Weise realisiert werden und das geschieht jetzt in der Nennung von Metakriterien. Und diese Metakriterien sind etwa folgende. Das Wissen um die Zusammenhänge des Lebensverlaufs eines Menschen. Dabei stehen wir vor folgender Problematik, dass Menschen ihre Lebensgeschichte, die einzelnen Daten ihrer Lebensgeschichte, die historiografischen Daten ihrer Lebensgeschichte von Zeit zu Zeit verändert zu einer neuen Geschichte zusammenstellen. Es gibt keine objektive Lebensgeschichte, keiner von uns hat eine objektive Lebensgeschichte. Wir haben einige historiografische Daten, vielleicht 20, 30, die unser Leben ausmachen und die wir, je nachdem, wie wir das Datum emotional im Augenblick besetzen, zu einer völlig neuen Geschichte führen können, zur völlig anderen Sicht der Dinge führen können, zum anderen Verstehen des Selbst führen können. Das heißt, auch unsere Geschichte ist jeweils immer die Geschichte des Absoluten gegenwärtig, des Jetzt. Geschichte kennt keine Vergangenheit, sondern Geschichte ist immer der Singular von Geschichten geschrieben im Jetzt. Das zu wissen ist sicher eine Voraussetzung, um weise mit Menschen umzugehen, zu wissen, dass ihre Geschichte, die sie uns erzählen, in einem Problem, in einer schwierigen Lebenssituation, in einem Kontext steht, der im Jetzt so berichtet wird, der vielleicht in einem Vierteljahr völlig anders berichtet werden könnte oder vor einem Vierteljahr völlig anders hätte berichtet worden sein können. Ferner gehört zu den Metakriterien der Weisheit das Wissen um die Relativierung nahezu aller Werte, aller ökonomisch, politisch, sozialen und kulturellen Werte, aber auch der moralischen Werte, mit Ausnahme des höchsten moralischen Werts, und das ist in meinem Weltbild die Biophilie. Alle anderen Werte sind relativ, das heißt, sie sind anzuwenden auf konkrete Lebenssituationen, sie sind zu beziehen auf konkrete gesellschaftliche Situationen, auf politische, ökonomische, soziale und kulturelle Situationen. Sie erhalten nur hier gibt es keine absoluten Werte, sondern alle, auch moralischen Werte übrigens, mit Ausnahme der Biophilie, des höchsten moralischen Wertes, also das, unter Biophilie verstehen wir den festen Willen, im Handeln und Entscheiden eigenes und fremdes personales Leben eher zu mehren als zu mindern. Alle anderen Werte sind relativ, ist eine wesentliche Grundlage weisen Wissens. Wer darum nicht weiß, wer Werte absolut setzt, außer dem höchsten ethischen Wert, und nicht diesen höchsten ethischen Wert relativ auf konkrete Situationen gebrochen realisiert, ist unweise. Gilt als unweise. Das bedeutet etwa für auch das Unternehmen, wenn ich dann für das Unternehmen den höchsten Wert einsetze, sagen wir mal die Verbesserung des Betriebsergebnisses oder für die Partei, den Erlangen der Macht, dass diese Werte auch relative Werte sein und bleiben müssen, unter dem Anspruch des höchsten ethischen Wertes nur realisiert werden dürfen. Wenn ich das nicht tue, bin ich unweise. Wenn ich also absolute andere Werte als diesen höchsten ethischen Wert absolut setze. Drittes Metakriterium ist die Tatsache, dass nahezu alle Entscheidungen oder unter Ungewissheit sind. Das heißt nicht nur, dass ich nicht alle Informationen habe, die eigentlich zu einer Entscheidung notwendig wären. Sehr oft ist das gar nicht möglich. Kann mir ein Mensch gar nicht alle, der mich etwa um Rat fragt, der um Lebensalternativen bittet in einer ausweglosen Situation.
kann ich gar nicht alle Daten, die eigentlich notwendig wären, um die weiseste aller möglichen Entscheidungen zu geben, was ich für weise vielleicht halte, am weisesten halte, kann ich gar nicht erhalten. Und zum anderen ist die Entscheidung auch deshalb immer eine Entscheidung unter Unsicherheit, weil es unvermeidbar ist, dass ich die Ausgänge meines Ratens, meines Anbietens von Alternativen, meines Schweigens und meines Redens, weil ich die letztlichen Folgen dessen all dessen nicht kenne. Ich weiß nicht, wie ein konkreter Mensch dieses lebt. Ich weiß nicht, wie es sich als letztes auswirkt. Auch darum zu wissen, ist ein wesentliches Metakriterium der Weisheit. Also, alle Entscheidungen sind Entscheidungen unter der doppelten Unsicherheit, einmal des unvollständigen Wissens und zweitens des Unwissens über den möglichen Ausgang der Entscheidung. Welche Lebenssituationen werden nun von der Weisheit reguliert oder sollten von Weisheit reguliert werden? Das erste ist sicher die Lebensplanung. Das zweite betrifft die Lebensbewältigung. Das dritte den Lebensrückblick. Dabei müssen wir uns klar darüber sein, dass auch die Lebensplanung, das heißt also die Orientierung auf das Zukünftig, immer ausgeht von der Gegenwärtigkeit und der Lebensrückblick immer, wie eben schon gesagt, in der Geschichte des Augenblicks geschieht. Ein Lebensrückblick kann wenige Stunden, wenige Tage später völlig anders aussehen. Wir müssen uns darüber, denke ich, klar werden, dass im Inneren dessen, was wir Gegenwart nennen, ob es diese Gegenwart gibt als objektives Faktum oder nicht, sei dahingestellt. Das ist eine Diskussion, die seit dem Altertum die Philosophen beschäftigt. Ob es die Gegenwart als absolutes Faktum gibt, das sogenannte Nu, das ist eine Frage, die wir hier nicht beantworten wollen, sondern in der Gegenwart ist immer Vergangenheit und Gegenwart einander berührend enthalten. Es gibt keine Vergangenheit außer in der Gegenwart und es gibt keine Zukunft außer in der Gegenwart. Und wir können nur immer unser Zukünftig unter den Aspekten der Gegenwart und unsere Vergangenheit unter dem Aspekt der Gegenwart betrachten und berücksichtigen. Wir können hoffen und damit ausgreifen in das Zukünftig. Wir können fürchten und ausgreifen in das Zukünftig. Wir können stolz sein auf das Vergangene oder beschämt sein über das Vergangene. Alles dieses ist richtig. Wir können ausgreifen, aber dieser Ausgriff geschieht stets vom Jetzt, vom Nu her, von dem deutschen Wort der Nu, das leider aus der deutschen Sprache seit 50 oder 60 Jahren verschwunden ist. Wir kennen es nur noch aus der Redewendung, dieses geschieht im Nu oder so etwas. Dieses Nu, das Jetzt, der Nu, also nicht das Gnu mit gemeint, ja? Weisheit bezeichnet also an den genannten Kriterien und Metakriterien geordnetes Lebenswissen. Das sich von den anderen Formen des Wissens deutlich unterscheidet. Andere Wissensformen, ich habe sie Ihnen eben schon genannt, hypertrophieren im Augenblick, blähen sich auf, überdecken und überwältigen uns. Das ist einmal das Fachwissen und auf der anderen Seite auch das sogenannte Erfahrungswissen und vielleicht auch das Gewohnheitswissen. Nicht Gewohnheitswissen meint dieses Wissen, dass es uns ermöglicht, wie selbstverständlich, die Routineangelegenheiten dieses Lebens zu erledigen. Das ist Gewohnheitswissen. Nicht Fachwissen brauche ich hier nicht weiter zu erläutern. Das ist das Fachwissen eines Juristen, das Fachwissen eines Unternehmers, das ist das Fachwissen eines Studenten und wie auch immer. Das Fachwissen eines Menschen. Nicht unendlich das Erfahrungswissen. Das Erfahrungswissen ist das Wissen, was ein Mensch im Laufe seiner
seines Lebens, an Erfahrungen, meistens an eigenen Erfahrungen und in sehr begrenztem Umfang auch an fremdvermittelten Erfahrungen, so eingesammelt hat. Erfahrungswissen ist sicher für die Jüngeren von Ihnen, betrifft etwa den Faschismus in der Bundesrepublik Deutschland von 1933 bis 1945. Das ist weitergegebenes Erfahrungswissen, aber das könnte dann auch Erfahrungswissen sein und nicht nur einfaches vermitteltes Wissen, das ohne jede Bedeutung, Fachwissen, das ohne Bedeutung für die Organisation des eigenen Lebens bleibt. Die Definition nun also, die wir mit viel Mühe und unter vielen Streiten auf zwei Kongressen für die Weisheit zusammengetragen haben, lautet: Also, erstens handelt es sich dabei um ein Expertenwissen. Zweitens, auf dem Gebiet der fundamentalen Pragmatik, des tatsächlichen realisierten Lebens. Drittens, das zu besonders ausgewogenen Urteilen und fundierten Ratschlägen bei schwierigen Lebensproblemen befähigt. Und viertens, mit einem hohen Grad an Ungewissheit rechnet. Diese vier Bedingungen müssen in Weisheit enthalten sein. Vielleicht ist das Wort Expertenwissen am Anfang etwas störend. Denn Weisheit und Experte in Weisheit zu sein, scheint ja einander zu widersprechen. Da nähern wir uns vielleicht dem platonischen Philosophenkönig, dem weisen König oder dem weisen Herrscher, dem weisen Tyrannen. Dennoch ist ein weiser Mensch ein Experte. Und warum? Er verfügt über eine Form von Wissen, die qualitativ zuteilbar ist. Und wir sprechen bei qualitativ zuteilbarem Wissen von Expertenwissen. Das heißt, ein weiser Mensch unterscheidet sich von einem unweisen Menschen qualitativ. Er ist ein Experte in Menschheitswissen. Nicht immer dann, wenn qualitative Wissensbrüche vorhanden sind, sprechen wir von Expertenwissen. Nicht ein Jurist hat ein bestimmtes Expertenwissen, ein Chirurg hat ein bestimmtes Expertenwissen, ein Philosoph hat ein bestimmtes Expertenwissen, das sich qualitativ von dem Wissen anderer Menschen über diese Sachverhalte unterscheidet, qualitativ und nicht nur quantitativ. Und insofern können wir auch hier, oder sollte man auch hier durchaus von Expertenwissen sprechen. Es ist also keine Funktionalisierung der Weisheit hier von Expertenwissen zu sprechen, obwohl das viele Menschen tun. Lebenswissen, ein zweites, der materielle Inhalt dieses Expertenwissens, ist weder in Fach- noch in Erfahrungswissen, erst recht nicht in Gewohnheitswissen gegründet, obwohl es durchaus in Lebenswissen, diese anderen Fach- und Erfahrungswissen in Lebenswissen eingehen können. Also es bedeutet nicht, dass etwa hier die verschiedenen Wissensbereiche Gewohnheitswissen, Expertenwissen, Gewohnheitswissen, Fachwissen, Erfahrungswissen, Lebenswissen, dass die nebeneinander so einfach stehen und unverbunden in einem Menschen eine sektorale Bereiche von Wissen darstellen. Nein, nein, sie sind miteinander verbunden und querverwiesen zueinander. Sie sind netzwerkartig miteinander verbunden. Vielleicht dazu nachher noch etwas. Ich denke, dass vor allen Dingen aber hier sich im Bereich der Weisheit deutlich und qualitativ das Wissen eines Dogmatikers von dem eines Nicht-Dogmatikers unterscheidet, und das kann man schnell ausmachen. Nicht? Ein Dogmatiker ist ein Mensch, der weiß, dass er etwas weiß oder meint, etwas zu wissen, obwohl er nichts weiß, und deshalb das, was er glaubt zu wissen, für Fehler, für frei von Irrtum und Täuschung hält. Solches Expertenwissen, dogmatisches Expertenwissen, ist dem weisen Wissen einfach zuwider und entgegen. Und ich denke, da wird jeder sagen, das ist ein qualitativer Unterschied zwischen einem weisen und einem unweisen Menschen. Der eine, der unweise Mensch, hält bestimmte
Inhalte seines Wissens für frei von Irrtum und Täuschung. Der weise Mensch weiß, dass kein einziger Inhalt seines Wissens, seines konkreten Wissens, frei ist von Irrtum und Täuschung und dass er immer auf dem Wege ist, Irrtum und Täuschung zu mindern. Bestenfalls. Auf der anderen Seite gibt es auch einen qualitativen Unterschied zwischen Menschen, die meinen zu wissen, was sinnvoll ist und brauchbar ist und nützlich ist, und auf der anderen Seite, die wissen darum, dass in dem Sinnvollen, im Brauchbaren, im Nützlichen auch immer das Unbrauchbare, das Unsinnige, das Unnütze mit enthalten ist und auch sich realisieren kann unter bestimmten Umständen. Also etwas unter allen Umständen für sinnvoll, für nützlich und für brauchbar zu halten, ist ebenso qualitativ unterschieden wie alles Selbstverständliche prinzipiell einmal in Frage zu stellen. Das Selbstverständliche kann, es gibt nichts Selbstverständliches. Ich habe eigentlich über diesen Vortrag das Wort stellen wollen. Nichts darf als selbstverständlich gelten, nur indem sich etwas verändert, bleibt das Gute gut. Nichts darf als selbstverständlich gelten, nur indem es sich verändert, bleibt das Gute gut, das Wahre wahr, das Sinnvolle sinnvoll, das Brauchbare brauchbar und das Nützliche nützlich. Das ist Weisheitswissen, das ist Lebenswissen. Ein Mensch, der so denkt, unterscheidet sich im Lebenswissen qualitativ von einem Menschen, der weiß oder vermutet, dass etwas unter allen Umständen sinnvoll, nützlich, brauchbar, wahr und gut ist. Ein Mensch, der in einer Welt voller Wahrheiten und Selbstverständlichkeiten lebt, ist sicher qualitativ unweiser als ein Mensch, der darum weiß, dass vieles, was er an Wahrheiten für sich gewonnen hat, auf denen er das Fundament seines Lebens errichtet hat, dass dieses Fundament nicht ein Sockel ist, der für andere Menschen in gleicher Weise verpflichtend sein kann. Wir haben alle selbstverständlich das Recht, unser Leben auf einen festen Sockel zu stellen und nicht irgendwie in der Luft zu schweben, der Unsicherheit, der Ungewissheit, des permanenten Dauerfragwürdigen. Aber wozu wir kein Recht haben, ist, diesen unseren Sockel für andere Menschen als verbindlich zu erklären, wohl wissend, dass in unserem Sockel Unvollständigkeiten, Irrtümer und Täuschungen stecken. Nicht nur ein Sockel, der so stabil ist, dass ein Mensch glaubt, dass auch andere Menschen darauf stehen müssten, nur ein solcher Sockel wäre dann allgemein verbindlich. Der könnte dann sagen, okay, darauf zu stehen, das ist sicher, da kann dir nichts passieren. Das ist ja der große Irrtum der Neuzeit gewesen, dass sie zu ihrem Beginn drei feste Sockel zementierte, auf denen sie sich entfaltet hat, bis zum Jetzt. Nicht, das eine war sicher sowohl für die katholischen Christen als auch für die Christen der Reformation, dass die Rezeption des Konzils von Trient. Nicht, das sind ganz klare Formen religiöser Sockelgründung legte. Es dauerte fast 150 Jahre, bis allgemein rezipiert war, das macht aber nichts zur Sache. Das war ein fester Sockel, in den nicht nur die Katholiken klar machte, was Sache ist im Glauben, unzweifelhafte Sache, dogmatisch wahre Sache, sondern auch im Entgegensatz dazu den Kirchen der Reformation klar sagte, was Sache für sie ist. Nicht bis hin zu der Rezeption des Konzils von Trient gab es viele Zwischenformen zwischen dem katholischen gläubigen Menschen und den reformiert gläubigen Menschen. Aber jetzt war die Sache klar. Der Sockel war gesetzt. Der zweite Sockel war die Newtonsche Mechanik. Die Grundlage für die Wissenschaften wurde bis zum heutigen Tag. Nicht, kein Auto würde fahren, wenn wir nicht über die Newtonsche Mechanik verfügten. Allerdings würde auch kein Radio funktionieren,
modernes Radio funktionieren, Transistorradio, wenn wir nur über dieses Wissen verfügten. Das war ein fester Sockel, auf dem sich die Naturwissenschaften und die Technik in rasanter Weise in der Neuzeit entwickelten. Und der dritte Sockel war, dass es philosophisch gesehen eine absolute Wahrheit gibt, nämlich, wenn ich denke, bin ich. Denkend bin ich. Das Cogitans Sum oder Cogito Ergo Sum des René Descartes war der dritte Sockel, auf dem man glaubte, das irrtumslose, endgültige, nicht überschreitbare Wahrheit gefunden sei. Und so leben wir denn in einer sehr unweise gewordenen Welt. Insofern wir uns auf diesen drei Sockeln 400 Jahre oder 300 Jahre unsere Geschichte geschrieben haben, die Geschichte unserer Ethnien, der Nachfolgeethnien des Weströmischen Reiches. Es gilt nur das, was ich jetzt sage, für diesen Bereich. Und davon müssen wir dann noch abziehen, Nordafrika und zum Teil auch Spanien und Portugal. Was zwar auch zum Weströmischen Reich gehörte, aber eine andere geistige Entwicklung durchmachte, als wir, die sie in der Neuzeit durchgemacht haben. Ich denke, dass wir als Experten in Menschlichkeit, also wenn wir dieses Expertenwissen in Menschlichkeit für uns realisieren, in der Lage sein sollten, nicht von unserer Wertvorstellung, nicht von unseren Interessen, Bedürfnissen und Erwartungen auszugehen, sondern zunächst mal zu erforschen, was die Bedürfnisse, Interessen, Erwartungen des anderen Menschen sind, der uns begegnet. Und uns auf diese einlassen, das ist sicher eine notwendige Voraussetzung der Weisheit. Das bedeutet, da wir sehr oft Menschen finden, die ihre Erwartungen, Interessen, Bedürfnisse und Werteinstellungen, vor allen Dingen in Situationen der Desorientierung, und dann brauchen sie ja Rat, dann benötigen sie das Angebot von möglichen Alternativen. Dass solche Menschen verunsichert in ihren eigenen Interessen, in ihren eigenen Erwartungen, orientierungslos in ihren Werteinstellungen, dann um Rat fragen oder bitten um die Darstellung von Alternativen. Oder wenn wir unser eigenes Leben betrachten, dann werden wir auch feststellen, dass wir in Krisensituationen unseres Lebens desorientiert sind. Das heißt, unsere eigentlichen Interessen, Erwartungen, Bedürfnisse und Werteinstellungen gar nicht mehr recht formulieren können. Und somit gehört uns zur fundamentalen Pragmatik des Lebens, also zu dem, was das Pragma, das Tun, das Geschehen, das Ablaufen unseres Lebens bestimmt. Dazu gehören die ganz individuellen Bedingtheiten, die man kennen müsste oder kennen sollte, wie die individuellen Begabungen etwa, Charakterfehler, Fertigkeiten, über die ein Mensch verfügt. Auch Alter und Geschlecht können durchaus eine Rolle spielen, darum zu wissen. Zu wissen auch um die sozialen Bedingtheiten des Menschen. Ist ein Mensch etwa altruistisch orientiert oder eher egoistisch? Ist er eher orientiert in seinem Leben hin auf Altruzentrierung oder auf Egozentrierung? Leicht festzustellen an der Tatsache, ob er zuhören kann oder nicht. Ein Zuhörender ist entweder egoistischer Zuhörer, das heißt, er hört nur so lange zu, bis ihm etwas einfällt, zu dem, was er sagt, und dann das andere, wenn ihm etwas eingefallen ist, er nur noch Langeweile empfindet und wenn er tief religiös ist, wie die meisten schlechten Zuhörer, oder wie viele schlechte Zuhörer, dann den lieben Gott bitte, den Ende dann endlich doch zum Schweigen zu bringen, damit er seine Weisheiten loswerden kann. Egoismus, ja. Altruismus, der altruistische Mensch, der nimmt die Worte des anderen so ernst, und auch die Interessen, Erwartungen, Bedürfnisse und Werteinstellungen des anderen so ernst, die er aus seinen Worten versucht zu eruieren.
dass er bis zu Ende zuhört, wohl wissend, dass das Nicht-zu-Ende-Zuhören zu einer absoluten Fehlinterpretation der Erwartungen, Interesse, Bedürfnisse und Werteinstellungen des anderen führen kann und somit die ganze Kommunikation sinnlos wird. Aber auch die Konfliktfähigkeit und die Kontaktstärke gehören hinzu. Nicht, wir haben alle drei Dimensionen in unseren Sozialkontakten. Einmal die Dimension der Menge, zu welcher Menschenmenge sind wir bereit und fähig, stabile Sozialkontakte aufzubauen. Dann zweitens die Intensität der Sozialkontakte und drittens die Dauer dieser Sozialkontakte. Da sind Menschen sehr oft voneinander deutlich unterschieden. Es gibt Menschen, die sich sehr schwer tun in einer dieser drei Dimensionen. Es gibt Menschen, die sich in allen drei Dimensionen schwer tun und dann sehr einsame Menschen sein können. Auch das gehört zum Wissen um die soziale Situation eines Menschen, die ein weiser Mensch in seinem Begegnen mit dem anderen kennen wird. Er muss endlich wissen, auch um die historischen Bedingtheiten, etwa die individuellen Erfahrungen, die ein Mensch gemacht hat, die Ereignisse, die ihn traumatisiert, ihn verwundet, ihn verletzt haben. Das, worüber er nicht hinfortkommt, das, was in ihm noch weiter lebt an Enttäuschungen. Enttäuschungen durchaus in diesem doppelten Sinn gemeint. Einmal das, was uns leid tut, was uns verwundet hat, aber das, was uns auch Täuschungen genommen hat. Enttäuschungen mit Bindestrich geschrieben. Welche Täuschungen er aufgeben musste in seinem Leben, und zwar oft unter großen Schmerzen. Auch das ist sicher wichtig, um mit einem Menschen sinnvoll um und auf einen Menschen sinnvoll eingehen zu können. Man muss wissen aber auch um seine familiäre Situation. Wie ist er in soziale Strukturen, in Partnerschaft, in Familie eingebunden? Wie geschieht dieses Eingebundensein? Wie realisiert es sich? Wie realisiert es sich ja doch auch in seiner sozialen Grundeinstellung? Nicht ein Mensch, der in einer zufriedenen Familie lebt, die etwas mehr als 4 Minuten, in der die Partner etwas mehr als 4 Minuten Zeit füreinander haben, wird auch in anderen Teilen seiner Lebenswelt anders agieren als ein Mensch, der in einer unzufriedenen Lebenswelt lebt, bei dem ein Teil seiner Lebenswelt, gerade der intimste und engste Teil, ihn nicht zufriedenstellt. Er wird andere Erwartungen haben an sein Leben, an sein Zukünftig. Er wird andere Interessen haben als ein Mensch, der zufrieden ist. Er wird andere Werte versuchen zu realisieren als ein Mensch, der zufrieden ist. Aber es kommt auch darauf an, die Bedingtheiten, die durch die Einbindung des Menschen in Welt folgen, auch diese zu erkennen, etwa die Verwiesenheit auf eine bestimmte Stellung zu Naturerscheinungen, Naturkatastrophen. Ein Großstadtkind ist völlig anders als ein Landkind. Und ein Großstadtmensch hat andere Werte, andere Interessen, andere Orientierungen als ein Mensch, der auf dem Land groß geworden ist und diese Landluft zeitlebens geatmet hat. Die grenzgebundenen Bedingtheiten sind hier zu nennen, die Einstellung zu den eigenen physischen, psychischen, sozialen, emotionalen, musischen Grenzen. Auch die spielen sicher eine wichtige Rolle, wenn ich einem anderen Menschen mich in Ehrfurcht nähere, der in einer Krise steckt und sei ich dieser Mensch auch selbst, der in einer Krise steckt und nach Auswegen sucht. Endlich sind sicher auch die kulturellen Bedingtheiten zu nennen, etwa die Zugehörigkeit zu einer bestimmten soziokulturellen oder sozioökonomischen Einheit mit ihren normativen Ansprüchen. Nicht, wie ist ein Mensch in Kultur seiner bestimmten Erfahrung nach eingebunden? Wie internalisiert er die Werte, die kulturellen Werte etwa der Ethnie, in der er lebt? Nicht, wobei wir darüber klar sein müssen, dass es nicht etwa die Ethnie deutsches Volk gibt, sondern dass dieses deutsche Volk in zahllose Subethnien zerfällt.
eine Ethnie, das ist eine Gruppe von Menschen, die klare, eindeutige Werteinheiten bilden. Nicht? Und da gibt es sicher die Ethnie der Männer, ja? Die Ethnie der Frauen, die haben zum Teil andere Werte. Das, jetzt nennen Sie mich bitte nicht zum Ehrenmacho. Das wäre erst dann, wenn ich behauptete, dass die Ethnie der Frauen in irgendeiner Weise minderwertigere Werte, Interessen, Erwartungen und Bedürfnisse hätte. Das tue ich nicht, sondern ich habe eher den Verdacht, dass das Gegenteil der Fall ist. Ich kenne sehr viele Männer, bei denen ich begegnet bin, bei denen Werteinstellungen, Interessen, Erwartungen und Bedürfnisse in einer unglaublichen Oberflächlichkeit ausgeprägt worden sind, denen ich bei Frauen so gut wie nie begegnete. Ich denke, dass die Weise zu Rat zu geben und Alternativen aufzuweisen in der Regel zwei menschliche Bedingungen voraussetzt. Alles das, was ich jetzt im Vergangenen als Einzelheiten aufgezählt habe, setzt ja auch eine bestimmte menschliche Begabung voraus, damit sie realisiert werden kann. Dass das zwei Begabungen voraussetzt, die, denke ich, bewusst und gezielt gebildet werden müssen. Und wenn ich jetzt hier von bewusst und gezielter Bildung spreche, dann bin ich mir darüber im Klaren, dass weitgehend die Elternhäuser diese Bildung nicht vermitteln. Ich bin mir auch darüber im Klaren, dass das gesamte Bildungssystem, angefangen von der Grundschule bis hin zur Universität, dieses Bildungswissen nicht vermittelt. Sodass hier auf die Unternehmen etwas zukommt, was in der sogenannten tertiären Sozialisation, also was sie vermitteln müssen und vermitteln sollen, nämlich dieses Wissen, das weiß, was Weisheit voraussetzt, das Wissen um die integrierte Persönlichkeit und die Dialektik der Lebenskonstrukte. Ich glaube, dass nur der Mensch in der Lage ist, zu raten, sich in andere Menschen in der eben genannten Weise einzufühlen, hineinzufinden, in deren Leben sich hineinzuleben, in deren Konstrukte sich hineinzudenken, hineinzufühlen, hineinzuerwarten, der in der Lage ist, erstens für sich selbst Rationalität, Emotionalität und Sozialität integriert zu haben, zu einer Einheit, der nicht eines von diesen dreien einfach exkommuniziert aus seiner Persönlichkeitsmitte heraus, sondern der bewusst alles das, was er tut, in der Integration aller dieser drei dialektisch aufeinander zu beziehenden Merkmale realisiert. Rationalität, Emotionalität und Sozialität, wobei ich die Rationalität deshalb an erster Stelle nenne, weil sie am wenigsten selten desintegriert wird. Aber desintegriert können auch gerade bei dem sogenannten ratgebenden Menschen, berufsmäßig ratgebenden Menschen, der sehr unweise ist, sind dann sehr oft nur die Rationalität eingespannt und es ist desintegriert die Emotionalität und die Sozialität. Nur ein Mensch, bei dem diese Integration gelungen ist, wird so reif sein, so ich-stark sein, dass er einem anderen Menschen in seinem vielleicht im Augenblick verunsicherten Ich Sicherheit geben kann, Orientierung geben kann, Standort geben kann. Und zum Zweiten, außer dieser Integration, kommt es auch noch darauf an, dass die Integration der drei zentralen Konstrukte, das sind die Konstrukte einmal des Weltbildes, zweitens des Selbstbildes und drittens des Bildes, was ein Mensch sich macht über soziale Beziehungen, dass diese Konstrukte auch miteinander kohärent zu einer Einheit verbunden sind. Dass Welt, Selbst und soziale Bindungen nicht nebeneinander stehen, sondern zu einer Einheit verwoben werden. Dass Welt nicht im Entgegensatz zum Selbst und zur sozialen Beziehung gesehen wird, sondern in Verbindung. Dass das Selbst nicht im Entgegensatz zur sozialen Bindung und Welt gesehen wird, sondern in der Verbindung und so weiter. Ich habe mit Absicht jetzt anstelle des Wortes Konstrukte einmal das Wort Bild verwandt. Das kann man unbedenklich tun, wenn man darum weiß,
und leider wissen die meisten Menschen, die von Bildern sprechen, nicht darum, dass die Bilder, wenn wir von Weltbild oder Selbstbild sprechen, keine Abbilder sind, sondern Konstrukte sind. Keine Rekonstrukte, Abbilder, sondern Konstrukte sind. Unsere Bilder, die wir in unserem Kopf haben. Und es begegnen sich also immer in der Kommunikation, in der Interaktion, braucht gar nicht kommunikativ zu sein. Es kann auch die Interaktion eines, des Miteinanderspielens sein oder die Kommunikation des Miteinanderarbeitens sein. Begegnen sich in jeder Kommunikation verschiedene Selbstwelten, die durch Kosmen, die durch das Selbstbild, das Weltbild, jetzt bitte nicht als Abbild zu verstehen, sondern als Konstrukt, nicht als Rekonstrukt, begegnen sich immer zwei Bereiche, die Selbst, Welt und soziale Beziehungen umgreifen. Die Kunst, mich in ein anderes Universum, einen anderen Kosmos einzufinden, setzt voraus, dass mein Kosmos integer ist, zusammengebunden ist und nicht zerfallen ist in eine chaotische Vielheit. Auch das ist nichts anderes als eine Eigenschaft einer ich-starken Persönlichkeit. Sodass gerade die Ich-Stärke, psychologisch gesehen, eine notwendige, wenn auch keineswegs die hinreichende Bedingung für Weisheit ist. Es gibt ich-starke Menschen, die Dogmatiker sind. Und damit, und das ist vielleicht sogar die große Gefahr der Ich-Stärke, dogmatisch zu werden. Nicht? Und damit von Weisheit meilenweit entfernt sind. Es ist eine interessante Frage, die am Anfang eigentlich unserer Forschungen, über unserer Weisheitsforschung stand, ob es eine signifikante Korrelation zwischen Weisheit und Alter gibt. Diese ist umstritten, diese Korrelation. Sie ist da, aber nicht signifikant. Bei der untersuchten Bezugsgruppe, bei den Studenten, also zwischen 20 und 25 und bei den Nichtstudenten über 25 bis 60 Jahre, da arbeiten die Amerikaner vor allen Dingen, wir sind aufgrund unserer späten Einstiegs bei den Studenten zwischen 20 und 25 Jahren und bei die Amerikaner haben als Bezugsgruppe 25 bis 60, 65 Jahre genommen und es gibt hier keine signifikanten Korrelationen. Ganz am Anfang stand sogar in der Universität Göttingen ein überraschendes Ergebnis, einige Zeit zur Diskussion, ich habe es in diesem Kreis schon mal vortragen dürfen, nämlich die Tatsache, dass 5-Jährige offensichtlich weiser sind als 15-Jährige. Sie können mal zu Hause selbst das Experiment machen, wer klügere Ratschläge geben kann und weisere Ratschläge geben kann, die all den Bedingungen, die wir genannt haben, an einen weisen Ratschlag, nämlich mit Einfühlung und wohlwissend um die Unsicherheit des Ausganges, nicht befangen sein von Dogmen, dass alles dieses bei einem 5-Jährigen viel eher gilt als bei vielen 15-Jährigen. Nicht? Und ich habe allerdings ein nicht statistisch erhebliches Untersuchungsfeld, nämlich von drei Vätern, die mir erzählt haben, es ging dabei, sollen sie einen neuen Job annehmen oder nicht, der deutlich mehr einbringt als der jetzige. Und dann ihre Kinder gefragt haben, ja, soll ich das nicht? Und die weisesten Ratschläge kamen tatsächlich von denen noch nicht eingeschulten Kindern. Nicht merkwürdigerweise. Die dem aller Regel darauf abzielten, dass es dem Kind wichtiger ist, dass der Papa 3 Stunden am Tage da ist und nicht ein Wochenendpapa ist, selbst wenn er in einem anderen Fall 100.000 oder 150.000 Mark im Jahr mehr verdienen würde. Und dann eben halt der Urlaub nicht in der Karibik stattfindet, sondern im Harz oder in Bayern. Ja, aber hier sehen Sie auch schon, wie viele erwachsene Väter hier einer Selbsttäuschung unterliegen können,
in Bezug auf die Weisheit, auf die weiß von Weisheit getragenen Bedürfnisse, Interessen und Erwartungen ihrer Kinder. Die meinen, ich muss meinen Kindern etwas bieten und deshalb so gut wie nie zu Hause sind. Irrtum. Das Beste, was ein Vater oder eine Mutter ihren Kindern bieten kann, ist ihre Präsenz. Vor allen Dingen gehört hier auch zur Weisheit dazu, nicht nur ich Stärke, sondern ein Merkmal, was ich noch gar nicht genannt habe, was ich irgendwann vergessen habe es zu nennen, das ist die Besonnenheit. Die Fähigkeit, sich zu besinnen, ist vielen von uns abhanden gekommen. Marie-Louise hat schon am Anfang darauf hingewiesen, dass wir alle uns unter Zeitdruck gestellt haben oder unter Zeitdruck stehen. Meistens sind wir darunter, sind wir in keiner Weise daran unschuldig, dass wir unter Zeitdruck stehen. Und dann fällt das Besinnen aus, die Fähigkeit, über etwas nachzudenken. Das Besinnen meint, mit Bindestrich geschrieben, etwas den Sinn geben, den es hat, damit ich und andere lebensförderlich leben können, lebensfördernd leben können. Besinnen, Besinnung, Besonnenheit ist eine Gabe, die ähnlich wie die Weisheit zugrunde geht, immer weiter, weil vielleicht auch sie gar nicht von der Weisheit allzu weit entfernt steht. Ich möchte annehmen, dass ein weiser Mensch auch ein Mensch ist, der Zeit hat, sich zu besinnen, der die Besonnenheit zur Grundlage auch seiner wesentlichen eigenen und fremden Lebensentscheidungen macht. Ich Stärke und Besonnenheit sind sicher zwei notwendige Voraussetzungen. Da wird man natürlich dann fragen können, ist die Ich-Stärke bei einem 5-Jährigen schon bei einem 15-Jährigen? Die Besonnenheit ist sicher bei einem 5-Jährigen eher ausgeprägt als bei einem 15-Jährigen. Die Fähigkeit, etwas zu besinnen, zu bedenken. Und zwar so zu bedenken, dass nicht das Ego im Mittelpunkt steht, sondern auch der andere Mensch, dessen Leben es zu entfalten und zu mehren gilt. Gerade bei Frühpubertierenden, Vorpubertierenden und Pubertierenden finden wir eine extreme Egozentrik, die in keiner Weise was mit Ich-Stärke zu tun hat, sondern im Gegenteil eine massive Desorientierung bedeutet, die Ich-Schwäche bedeutet, also eine starke Essregulation. Das Ziel jeder Eigenerziehung, Eigenbildung, also auch Fremdbildung, ist durch das Programm, das Freud der Psychoanalyse gegeben hat, wo es war, soll ich werden, ist ganz kurz so definierbar. Nicht da, wo wir gelenkt werden, von fremdgesteuert werden, von den Strukturen, die in uns wohnen, wie von Ehrgeiz, von Abhängigkeit, von Anerkennung, Abhängigkeit von Haben und anderen Esssteuerungsmechanismen. Solange wir von solchen essgesteuerten Mechanismen gelenkt werden, sind wir ich-schwache Persönlichkeiten. Nur eine ich-starke Persönlichkeit beherrscht, kann ehrgeizig sein, aber beherrscht Ehrgeiz, beherrscht das Haben, beherrscht auch die gesamte aggressive Palette, die uns zur Verfügung steht, angefangen von Neid bis zum Hass. Beherrscht soll heißen, herrscht über. Vielleicht wird es aber am deutlichsten, was Weisheit meint, und das kann man jetzt ganz einfach in Form einer Gewissensrechenschaft, die ich Ihnen allen mal anempfehle, ich empfehle sie mir alltäglich an, die ich Ihnen aber auch mal zur Probe anempfehle, sich zu fragen, welche Anzeichen von mangelnder Weisheit spielen in meinem Leben eine Rolle. Das erste
ist ebenso trivial, nachdem wir Sokrates gehört haben, in seiner Apologie gegenüber seinem Ankläger. Das erste Zeichen von mangelnder Weisheit: der Antwortende hält seine Gewissheiten für wahr. Nicht auch hier wird dann wieder die ganze europäische Neuzeit mit ihrer Tragik auch in uns selbst, in unserer eigenen Brust realistisch. Descartes, der eben genannte, der das sichere Fundament geschaffen hat für unser philosophisches Denken oder geschaffen zu haben glaubte, beging einen Fehler, der bis zum heutigen Tage im europäischen Denken nicht auszurotten ist. Nämlich den Denkfehler, dass das, was evident ist, so dass ich nicht mehr daran zweifeln könne, also was mir gewiss ist, auch wahr sei. Er erhob die Evidenz zum Wahrheitskriterium. Also was zweifelsfrei ist, ist wahr. Das ist die Grundlage der neuzeitlichen Unweisheit in allen Bereichen des Lebens, des ökonomischen, politischen, sozialen, kulturellen, des familiären, des kirchlichen und wie auch immer, wo sich auch immer menschliche Gesellschaft darstellt, des menschlichen Lebens. Schauen wir uns in uns selbst, dann werden wir leicht feststellen, dass wir immer und immer wieder in die Gefahr geraten, unsere Selbstverständlichkeiten, an denen wir nicht ernsthaft mehr zweifeln können, für wahr zu halten. Frei von Irrtum und Täuschung und deshalb auch für andere Menschen für verbindlich. Sind sie nicht. Sie sind frei von Irrtum und Täuschung. Wenn jemand glaubt, in irgendeiner Sache frei zu sein von Irrtum und Täuschung, macht er sich selbst zum lieben Gott. Und wenn er das macht, dann leidet er an Größenwahn. Ich habe in meinem Praktikum einmal eine Frau kennengelernt, die behauptete, sie sei die Kaiserin von China und sich da und die Fingernägel und die Zehennägel schnitt und daran rumknabberte, ich meine an den Fingernägeln. Eine schwer wahnkranke Frau, nicht, die aus irgendeinem Grund sich auch für den Besitz der letzten Weisheit handelte, weil sie in besonderer Weise das Sprachrohr des Göttlichen wurde. Ich behaupte nun, ein Mensch, mache er noch so im psychopathologischen Sinne normal sein, der annimmt, er würde an irgendeiner Stelle frei sein von Irrtum und Täuschung und somit über wahres Wissen zu verfügen, der macht sich selbst zu einem solchen wahnkranken Menschen oder ist ein solch wahnkranker Mensch. Wir sind nicht frei von Irrtum und Täuschung, wir sind immer im Horizont von Irrtum und Täuschung befangen und dieses müssen wir akzeptieren. Nicht? Der Einzige, der frei ist von Irrtum und Täuschung, ist Gott und der einzige Mensch, der nach meinem Glauben frei war von Irrtum und Täuschung, war Jesus von Nazareth, weil er in qualifizierter Weise das Göttliche repräsentierte. Und er war so klug und hat keine Dogmen verkündet, sondern Gleichnisse erzählt. Seine Weisheit ist in Gleichnissen verborgen. Gleichnisse, die sich in jedem Menschenleben entfalten können und in jeder Zeit neu entfalten können. Nicht während ein Dogma untergehen muss, wenn es in die Gegenwärtigkeit gesetzt wird, bedeutet es in die Gegenwärtigkeit gesetzte Vergangenheit und wenn ich dann noch behaupte, dieses in die Gegenwärtigkeit gesetzte Vergangene sei identisch mit dem Vergangenen, dann habe ich von Konstruktivismus nicht nur nichts, sondern überhaupt nichts verstanden. Von der Theorie, dass Konstrukte, von der Selbstverständlichkeit, dass Konstrukte immer meine im Augenblick gegenwärtigen sind. Das Zweite, in dem sich uns Unweisheit repräsentiert, ist das undifferenzierte Denken und das Nicht-mehr-Denken in Alternativen. Ich weiß, wie schwer es ist, aus meinen Seminaren Menschen dahin zu bringen, jetzt nicht in Negationen zu denken. Nein, was der sagt, ist falsch, sondern es muss heißen so und so. Sondern nicht in Negationen zu denken, sondern in Alternativen.
Was gibt es anstelle dieses Angebots noch für eine Alternative? Dieses Angebot, das der eine Mensch mir in seinen Vorstellungen, der Darlegung seiner Vorstellungen macht, gibt es dazu Alternativen? Ich will das an einem Beispiel mal erläutern. Das ist jetzt ein standardisiertes Beispiel, an dem wir auch versucht haben herauszufinden, was Weisheit bedeutet. Diese standardisierten Beispiele sind alle auf historisch realen Ereignissen aufruhend. Eines dieser Beispiele: Eine Frau hat mit 55, 60 noch ein Studium Betriebswirtschaftslehre begonnen und auch erfolgreich abgeschlossen und hat gedacht, nachdem die Kinder aus dem Haus waren, hat sie gedacht, was kann ich noch sinnvoll machen, hat ein Studium gemacht, ist sehr sinnvoll, sehr zu empfehlen, sehr zu raten, hat ein Studium gemacht, hat das abgeschlossen, hat gesagt, jetzt will ich auch mal sehen, was in der Praxis bedeutet, hat ein kleines Unternehmen, eine kleine Boutique aufgemacht mit einer Angestellten und die läuft ganz gut. Plötzlich bekommt sie Nachricht von ihrem Sohn: Meine Frau ist gestorben und er hat 2 Kinder, 10 und 12 Jahre alt. Was würden Sie jetzt dieser Frau raten? Nicht? Es gibt einige unweise Ratschläge, nämlich einfach zu sagen, natürlich gehört die Oma zu den Kindern, also dann mal los. Nicht? Aber welche Alternativen würden Sie dieser Frau vorstellen, wie sie ihr Leben gestalten könnte? Nicht? Wenn Ihnen weniger als 3 wirklich praktikable Alternativen einfallen, dann ist das Denken noch zu wenig in Alternativen ausgeprägt, sondern Sie denken dann meistens noch in, das ist richtig und das ist falsch. Und das macht Sinn und das ist Unsinn. Oder ein anderes Beispiel, auch standardisiert, fragen auch hier nach Alternativen. Ein guter Freund ruft sie an, langjährig arbeitslos. Er sieht in seinem Leben keinen Sinn mehr, hat keine Familie, jedenfalls keine ihm nahestehende Familie. Und er ruft sie an und sagt, du, ich habe mich entschlossen, meinem Leben ein Ende zu setzen, ich sehe keinen Sinn mehr darin. Du bist der Einzige, dem ich erläutern möchte, warum ich darin keinen Sinn mehr sehe. Ich habe eine Bilanz gemacht. Was spricht dafür, dass ich weiterlebe? Was spricht dagegen, dass ich weiterlebe? Was machen Sie? Welche Alternativen fallen Ihnen ein? Fallen Ihnen wieder weniger als 3 Alternativen ein, realistische und realisierbare Alternativen? Denken Sie sie mit Sicherheit zu wenig in Alternativen, sondern in Patentlösungen. Also, Weisheit fordert das Denken in Alternativen, nicht in Negationen, nicht in wahr und falsch und richtig und gut, sondern in Alternativen. Das ist was völlig anderes. Wir Menschen leben im Dazwischen, zwischen wahr und falsch, richtig und gut, sinnvoll und sinnlos. Und deshalb muss es stets in diesem Feld, kann es nie monopolar etwas nur ganz gut und ganz schlecht, ganz wahr und ganz falsch, ganz sinnvoll und ganz sinnlos sein, sondern es gibt in diesem Zwischenfeld immer eine Fülle von Alternativen in diesem Dir. Und die zu erkennen, die auszusprechen, die zu empfinden, die nach der Wahrnehmung des anderen darzustellen, das ist weise. Aber auch das Vernachlässigen von Randbedingungen des fremden Lebens. Die Randbedingungen des eigenen Lebens kennen wir sehr oft, wenn auch manchmal nicht genau genug. Nicht, was sind die Randbedingungen, die wir nicht überschreiten dürfen, um nicht aus der Lebensrichtung zu gehen? Ich will hier mal wieder das Wort vom Stern verwenden. Also, wenn ich meinem Stern folge, dann sind diesem Folgen bestimmte Randbedingungen gegeben, die ich nicht überschreiten kann. Und wenn ich sie überschreite, folge ich nicht mehr meinem Stern. Gehe ich mit meinem Lebenssinn verlustig, meiner Lebensorientierung folge ich nicht mehr. Ich gebe mein Leben zum Teil in den Horizont von Sinnlosigkeit.
Ferner ist der Mensch unweise, der in irgendeiner Weise nicht sich selbst, da haben wir sehr wohl das Recht, aber einem anderen Menschen moralisch urteilt. Das moralische Urteilen ist für uns nur dann möglich, es gibt einen einzigen Fall des moralischen Urteils, wenn wir sozial gewollte und bewusste und gezielte soziale Unverträglichkeit im Handeln und Entscheiden wahrnehmen. Nicht, wenn ein Mensch aus Versehen oder aus Nichtkönnen oder wie auch immer sozial unverträglich handelt. Es gibt Menschen, die, ich kenne zwar keinen, aber es soll Menschen geben, die bewusst und gezielt sozial unverträglich gehandelt haben, um anderen zu schaden, nicht nur Einzelnen, sondern, wenn möglich, vielleicht auch ganzen Gruppen oder einem ganzen Volk. Die Psychoanalyse verbietet uns, zumindest dem Analytiker, irgendetwas moralisch zu werten, zu beurteilen oder gar zu verurteilen. Ich glaube, das können wir alle von der Psychoanalyse lernen. Das moralische Urteil über uns selbst, das steht uns zu, über unsere Taten oder Untaten. Aber nicht das moralische Urteil über einen anderen, weil wir nicht wissen, was seine Motive sind, die ihn dazu führten, so und nicht anders zu handeln. In diese Lebenssituation zu gelangen oder nicht. Wir wissen es nicht. Ich musste schon einmal, vielleicht kann ich es in dieser Runde einmal erzählen, ohne das gleiche Schicksal zu erleiden, dezent aus einem Saal herausgeführt werden, weil der Vorstandsvorsitzende sehr zornig auf mich wurde und in der ersten Reihe saß und rief: Herr Leiso, können Sie nicht, dürfen Sie nicht argumentieren? Ich habe gesagt, mir als Christen ist es verboten, einen Menschen moralisch zu verurteilen, denn Jesus hat gesagt, urteilt nicht, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet. Und nach dem Maß, nach dem ihr misst, wird auch ihr gemessen werden, steht so in der Bergpredigt drin. Und dann kam der Zwischenruf aus der Gruppe, auch nicht Saddam Hussein und Adolf Hitler. Da habe ich gesagt, auch nicht Saddam Hussein und Adolf Hitler. Daraufhin musste ich dann still aus dem Saal geführt werden, weil der Vorsitzende empört aufsprang und eine Szene sollte vermieden werden. Ja, woher nehme ich das Recht zu wissen, was Adolf Hitler in seinen letzten Monaten gewollt hat? Was er gesagt hat, wissen wir zum guten Teil, aber was er gewollt hat, wissen wir nicht. Wer kann in das Herz eines anderen Menschen schauen? Wer kann es, außer Gott? Ich nicht. Ich freue mich, dass bislang noch jetzt keiner aufgestanden ist und mich jetzt aus dem Raum führt, dezent. Ich danke Ihnen also für Ihre Toleranz. Endlich, und das ist auch ein Zeichen von Unweisheit, ein unweiser Mensch bleibt den systemischen Vorurteilen verhaftet. Nicht mit ihren Wertungen und scheinbaren Selbstverständlichkeiten, die in einem sozialen System, wie in einer Familie, in einem Unternehmen, in einer Abteilung eines Unternehmens und wo auch immer in einem Volk auftreten können, einer Ethnie auftreten können. Man kann nun in vielen Dimensionen fragen, wo wird Weisheit wirklich und relevant? Aber bevor wir dieses Feld beschreiten, das wäre sicher ein Feld, das auch in den folgenden, insofern ist das hier ein Basisvortrag in den folgenden Vorträgen über Biophilie im Unternehmen, eine wesentliche Rolle spielen wird, denn nur letztlich, biophil kann nur ein weiser Mensch sein, im Letzten, ein unweiser Mensch bildet sich bestenfalls ein, er handelte biophil, insofern ist das Problem der Weisheit im Unternehmen ein ganz zentrales Problem. Gerade in einem Unternehmen, in den Unternehmen, das eingebunden ist in eine Wirtschaft, bei der früher oder später,
früher oder später, wahrscheinlich früher als später, alle Routinearbeiten, einschließlich der exekutiven Routinearbeit, erst recht der Routinearbeit der Angestellten, im Unternehmen angestellten Arbeiter, also nicht nur der gewerblichen Arbeiter, weitgehend durch Maschinen übernommen werden können, durch intelligente Maschinen, in Anführungszeichen das Wort jetzt intelligente Maschinen zu setzen. Sodass de facto übrig bleibt im Unternehmen an größerer Zahl von Beschäftigten nur die, die in Teams, in Projektteams oder in Reengineering-Teams arbeiten. Die sind unverzichtbar. Deren Arbeit, deren Kreativität, deren gemeinsames Mühen um Minimierung von Irrtum und Täuschung kann jedenfalls vorläufig von noch so intelligenten Computers nicht ersetzt werden. Sodass dann in manchen Unternehmen nur noch etwa 10% der jetzigen Beschäftigten übrig bleiben, alles andere kann von anderen, kann von Maschinen übernommen werden, nämlich die Leute, die in Projektteams, also die Projekte lösen, aufgestellte, wohl definierte Aufgaben lösen, oder die in Reengineering-Teams zusammen miteinander arbeiten und alles andere fällt weg. Wir werden, wenn das so weitergeht, im Jahre 2020 in der Bundesrepublik Deutschland 30 oder noch mehr Millionen Arbeitslose haben. Das setzt aber voraus, dass nur die eine berufliche Überlebenschance haben, die kommunikations- und konfliktfähig sind, das heißt, die teamfähig sind und im Team mit anderen arbeiten können. Wer im Team mit anderen arbeiten kann, muss in einem gewissen Umfang weise sein. Er darf kein Dogmatiker sein, dann ist er teamunfähig. Er muss wissen, dass seine Meinung immer auch Irrtum und Täuschung beinhaltet und dass der ganze Zweck des Teams ist, Irrtum und Täuschung zu minimieren und sonst gar nichts bei der Verfolgung eines bestimmten Zieles. Ich lade Sie herzlich ein, in meine Seminare zu kommen. Wir versuchen nämlich da die Bedeutung der Teamfähigkeit und der herrschaftsfreien Kommunikation, auch die Methoden dieser, zu vermitteln und zu lernen. Ich glaube, dass das in Zukunft von existenzieller Bedeutung ist für jeden, der im Beruf überleben will. Wir müssen lernen, in Prozessen zu denken, und nicht in singulär gestückelten Abläufen. Nicht etwa in einem Unternehmen, obwohl das, wie gesagt, in den Herbstvortrag gehört, aber hier sei es nur schon einmal angedeutet, bedeutet es, dass von der Prozesskostenrechnung sind wir vor 10, 15 Jahren schon mal ausgegangen und haben da in Prozessen denken gelernt, dass in Reengineering-Teams der gesamte Prozess vom Markt bis zum Markt, nehmen wir mal an, es wird kein Kundenauftrag, sondern ein Marktauftrag realisiert, eine Marktnachfrage soll realisiert werden, dass alle, die zwischen Markt, also Marktforschung, Markterschließung, bis hin zur Abgabe des Produkts an den Markt, auf einem Tisch zusammensitzen, ein Reengineering-Team bilden und hier Optimierungsstrategien erarbeiten. Das setzt aber, wie gesagt, voraus Teamfähigkeit. Ich habe das letzte Mal schon gesagt, dass die Zeit, dass der Große den Kleinen schluckt, sind vorbei. Wenn man davon absieht, dass jetzt noch, was ist, American Home, die deutsche Ciana mitgeschluckt hat. Aber früher oder später werden solche Unternehmen, die nur weil sie groß sind, kleinere schlucken können, wohl am Ende ihrer finanziellen Möglichkeiten stehen. Sondern früher oder später wird der Schnelle den Langsamen schlucken. Und das wird in der Cyberspace-Welt noch sehr viel stärker der Fall sein, als in dem beginnenden Internet, das wir gerade haben. Ich kann das bestenfalls uns sehr schmalsektorige Informationen jetzt liefert. Ich habe meine Diplomarbeit in theoretischer Physik über atomisches Helium 3 gemacht. Das war in dem, wenn ich das im Internet mir ausdrucken lasse, was thermisches Helium 3 in Arbeiten geschrieben worden sind, das sind über 400. Heute kann keiner mehr eine wissenschaftliche Arbeit über thermisches Helium 3 schreiben. Meine war die dritte. Ja, wissen Sie, was das bedeutet?
für eine naturwissenschaftliche Doktorarbeit. Heute kann keiner mehr eine Doktorarbeit über thermisches Helium 3 schreiben. Geht nicht mehr. Man muss sich schon sehr stark spezialisieren. Auch nicht die Verwendbarkeit von thermischem Helium 3 für kontrollierte Fusionen. Geht nicht mehr. Auch darüber gibt es schon 200 Arbeiten etwa. Diese Informationsflut, die uns heute zur Verfügung steht, macht eine Unmöglichkeit deutlich. Nämlich die, ich möchte es mal so ausdrücken, die 2/3 der Doktorarbeiten, die in Deutschland geschrieben werden, beruhen auf Unkenntnis der Literatur. Das fällt dann aus, ja? Weil jeder Professor im Internet gucken kann, was da schon sonst drüber geschrieben worden ist, und keiner mehr in der Lage ist, eine normale Arbeit so zu schreiben, dass er alle Literatur, die tatsächlich zur Verfügung steht, auch wirklich aufnehmen kann. Also mit dem 2/3 wollte ich denen unter Ihnen, die vielleicht noch im Studium befinden, nicht alle Hoffnung nehmen. Tatsächlich ist die Zahl viel größer. Ja, wir werden also in Prozessen und in Netzwerken denken müssen. In Netzwerken denken meint, dass ich darüber weiß, wie in einem chaotischen System, dass eine Ursache-Wirkungsbeziehung nicht monolinear ist, sondern die Wirkung wieder die Ursache verändert. Das bedeutet letztlich, dass in Prozessen und in Netzwerken denken können. Eine Wirkung, ein Rat etwa, den ich gebe, verändert mich selbst, die Ursache, in einer ganz erheblichen Weise. Wenn ich das nicht weiß, dass ich mich selbst, wenn ich mit einem anderen Menschen auch nur spreche, erst dann, wenn ich ihn in einer kritischen Lebenssituation rate oder Alternativen vorstelle, wenn ich das nicht weiß, dass ich damit selbst verändert werde, dann denke ich, werde ich nicht weise sein. Solche Rückkopplungsmechanismen, dass die Wirkung auf die Ursache zurückwirkt, ist im gesamten Bereich der Informationsursächlichkeit notwendig gegeben. Auch darüber habe ich das letzte Mal hier schon gesprochen. Ich hoffe, dass das Denken in Prozessen, also in Abläufen und nicht in Ereignissen, dass das Denken in Abläufen und nicht in Ereignissen auf der einen Seite und das Denken in Rückkopplungsstrukturen eine Voraussetzung sein wird, die uns allen noch bevorsteht, wenn wir in dieser Welt der vermassenden Informationen überleben wollen. Auch hier wieder nur eine notwendige Bedingung, keine hinreichende für Weisheit. Aber das Denken in Netzen und das Denken in ganz wesentlich auch in Prozessen ist für die Weisheit, die in Zukunft von uns abverlangt wird, unverzichtbar. Nun, was hat Weisheit mit Leben, mit Biophilie zu tun? Und Sie erwarten von mir wahrscheinlich keinen anderen Schluss, als dass ich diese Frage stelle und versuche zu beantworten. Ich habe Ihnen eben schon gesagt, dass Biophilie weise sein muss. Biophilie kann wirklich nur lebensmehrend, eigenes und fremdes Leben, personales Leben mehrend sein, wenn es ihr gelingt, sich mit Lebenswissen auszudrücken, vorzustellen. Lebenswissen angewandt auf das eigene Leben, Lebenswissen angewandt auf das andere Leben, auf das Leben des Du, auf das Leben des Wir. Eine Biophilie, die hier im Kopf ohne die Integration von Emotionalität und Sozialität versucht sich zu realisieren, ist keine Biophilie, sondern eine mit dem Mantel der Biophilie bedeckte Form der Nekrophilie.
Und somit will ich jetzt, und das ist der Sinn jetzt meines Vortrags gewesen, Ihnen deutlich machen, dass Biophilie und Weisheit sehr eng zusammengehören müssen, wenn wir Biophilie ernst nehmen. Dankeschön.